Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal ein FMA mit allen meinen Ponys, also so ein komplettes Follow Me Around von meinem ganzen Tag mit den Ponys zusammen. Und es ist jetzt heute Samstag, also am Wochenende ist dieses, das ist jetzt so meine Routine am Wochenende mit den Pferden. Und wir können es eigentlich auch direkt los. Wir haben hier schon das Futter vorbereitet. Dieses Futter füttern wir halt einmal morgens, einmal abends. Und deswegen werdet ihr am Abend dann nochmal sehen, wie genau das zubereitet wird. Jetzt haben wir es auf jeden Fall schon fertig. Und ich würde sagen, wir fahren dann direkt mal los. Die Ponys erwarten uns bestimmt schon. So, wir sind jetzt an der ersten Station angekommen. Ich habe hier den kleinen Eimer für die kleinen Ponys, also zu Eddie, Schradi und Lucky. Und wir gehen jetzt mal rein. Oh, Teddy, ganz bewegt, ne? Teto, möchtest du einmal kommen? Einmal darf Teddy rein. Lecker, Teddy. Teddy mit seinen kleinen Beutelchen. So, jetzt haben wir das Ganze einmal auf. Und das ist jetzt auch Faserlight von Marshall. Also die kriegen jetzt bei uns alle erstmal Faserlight mit Wasser aufgekocht. So ein bisschen ähnlich wie Mesh ist das dann. Also, ihr seht, ein bisschen trockener, aber ja. Und aufgekochte Leinsamen sind da halt auch noch drin. Und Schradi kriegt noch, weil der ja auch unser Senior ist, noch von Marstall ein bisschen so ein Becher von dem Senior Plus. Genau, das kommt nur bei Schradi noch rein. Und dann ist das auch schon fertig. So, jetzt machen wir die Box hier wieder schön. Ich nehme mal erstmal die ganzen Äpfel raus und halt so ein bisschen, ja, das alte Einstreu, sag ich mal. Und dann schreiben wir auch gleich wieder neu ein. So, wir tun jetzt einen kleinen Heuballen hier in die, in die Raufe. Die sind auch sehr, sehr fluffig, also ist jetzt nicht übermäßig viel. Das ist eine ganz gute Menge für die drei. So, die Dinger noch entfernen. Und schüttle ich das noch ein bisschen auf. Natürlich aufpassen, dass du nicht wieder mit reinfällt. Das ist natürlich sehr dumm. Heute ist auch glücklicherweise richtig gutes Wetter bei uns. Also es ist echt schön heute. Deswegen können wir natürlich jetzt auch hier draußen füttern. Wenn es jetzt regnen würde, würden wir es natürlich im Stall machen. Aber es ist natürlich schön, wenn man es draußen machen kann. Weil wie gesagt, heute ist mega gutes Wetter. Deswegen werden wir bestimmt auch gleich mal in einem Ponys vielleicht einen Ausritt machen. Oder vielleicht sogar Bilder, mal schauen, was wir gleich noch so machen. Ich bin selber noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden beide Ponys bewegt und ja, ich nehme euch mit. So, wir sind jetzt am zweiten Stall angekommen. Hier ist auch der Eimer für die vier Großen sozusagen. Großen. Wir gehen mal rein. Dodi. Und Melli und die anderen da. Und dann füttern wir die jetzt mal. So, jetzt haben sie schon ihre erste Portion. Also erste Portion, wir werden das jetzt halt noch alles aufteilen, was noch drin ist. Oder wenn sie sich anfangen zu streiten und zu wechseln, dann kriegt halt der noch was, der als erstes fertig war. Und wir geben jetzt auch noch hier Schwarzkümmelöl dazu. Ja, jetzt ist alles drin, auch noch das Schwarzkümmelöl. Und jetzt können sich die Ponys erstmal schmecken lassen, lassen die in Ruhe fressen. Gibt es gleich auch noch Heu und dann gehen wir nachher rüber zum Reiten. So, jetzt habe ich den Valley schon dabei und Mama Dolando dabei. Und wir gehen nämlich jetzt mit beiden rüber. Also Mama reitet Dolando nicht. Also die hat ja auch ein eigenes Set. Aber ich werde heute Bilder machen mit meinem Dad. Und das ist natürlich jetzt nicht mega die Routine. Also das war es jetzt nicht ganz. Ich mache ja nicht jeden Tag Bilder. Aber da das Wetter heute gut ist und deswegen wollte ich eben ein bisschen aushalten, deswegen machen die Bilder auch draußen. Werdet ihr gleich sehen und da wollte ich halt beide Ponys mitnehmen. Und deswegen macht Mom Dolando auch noch fertig und ich mache beide so weiter fertig. Genau, ihr werdet es dann gleich auch noch sehen. Beide Ponys haben wir noch ordentlich eingesaut. Dolando auch. Naja, jetzt wird erstmal geputzt. Hier am Körper sind sie ja eh sauber, haben sie ja die Decken auf. Es gibt auch noch eine Apfelzecke drauf, damit ihr nicht friert. Und jetzt machen wir die mal sauber. So, wir sind ja schon auf dem Weg. Jetzt sitzen wir auf Belly, Mama hat Dolando an der Hand. Und Belly hat jetzt für die Pools einfach weiße Gamaschen. Diese schwarze Schabracke. Die weiß auch gar nicht viel, weil die Decke drauf ist. Bei Dolando sieht man auch nicht viel. Der hat Springsessel drauf, ich hab Brüssel drauf. Wie auch immer, wir werden jetzt in die Wiese reiten, da ein bisschen was machen und euch mitnehmen. Thank you.
sind jetzt schon wieder fertig mit den Bildern auf jeden Fall und hatten auch auf jeden Fall einen schönen Ritt. Also es ist ja jetzt natürlich nicht die Routine, dass ich jedes Mal solche Bilder mache, aber ich reite halt jeden Tag eigentlich fast jeden Tag beide Ponys, also zwischendurch natürlich mal frei. Oder ich mache halt immer was Abwechselndes, zum Beispiel diese Bilder und eigentlich den Ausritt. Genau, und jetzt sind die beiden fertig und jetzt mache ich die dann wieder endfertig, mache alles ab und dann geht es gleich für die wieder in den Aufgeschlag. So, jetzt sind wir wieder im Stall und Belly futtert hier schon. Wir haben im Moment so ein Buffet hier, weil wir einen neuen Ballen gekriegt haben und der ist halt sehr, sehr riesig und deswegen fressen die jetzt gerade hier. Sonst füttern wir natürlich auch da unten, aber ja, jetzt für die paar Tage haben die das hier oben und die anderen haben da auch ihren Haufen. So, ich schaue schon mal ein bisschen die Bilder durch und das habe ich jetzt gerade schon mal gefunden. Also ist jetzt noch nichts verarbeitet und gar nichts, aber ich finde das richtig schön, wenn die hat da mal echt das Bein geschmissen. Das war ja auch so ein bisschen mein Ziel, heute mit ihm so ein paar schöne Dressurbilder zu kriegen. Und ich schaue jetzt mal ein bisschen weiter durch und die Endergebnisse werdet ihr dann nachher sehen. Ja, die Bilder werden jetzt bearbeitet und ich werde jetzt in der Zeit, bis wir dann auch essen, also Mittagessen, das ist jetzt zwar schon so 14 Uhr, aber so lange waren wir halt am Stall und ich wollte euch jetzt auch mitnehmen, auch so allgemein den ganzen Tag. Und deswegen werde ich jetzt ein paar Sachen für die Schule machen, weil es ist zwar Samstag, aber da ich nächste Woche einen Dreh habe und deswegen freigestellt von der Schule bin, also auch vom Homeschooling, wollte ich jetzt ein bisschen was vorarbeiten sozusagen und werde jetzt ein paar Aufgaben machen und genau. Ich bin jetzt schon fertig mit der Schule und auch schon fast mit dem Schnitt. Ich sitze jetzt hier gerade auf dem Sofa und bin fast fertig. Mom ist in der Zeit jetzt schon mal zum Stall gefahren und macht jetzt die Abendrunde sozusagen nochmal und füttert nochmal. Eigentlich wollte ich euch jetzt auch zeigen, wie wir das Futter dann zubereiten. Allerdings geben wir das Fassalat am Abend trocken, deswegen gibt es da keine wirkliche Zubereitung. Und wenn ihr das aber halt nachmachen möchtet oder halt gerne wissen wollt, was wir füttern, habt ihr das ja, denke ich, gesehen. Also entweder könnt ihr es halt trocken füttern, wenn ihr das genauso füttern wollt, dann ja, entweder trocken oder wie wir das morgens machen, mit Wasser einfach aufkochen und dann die Leinsamen dazugeben und das Schwarzkümmelöl. Genau, das ist dann auch so die Futterroutine der Pferde und jetzt habt ihr auch eigentlich meine ganze Tagesroutine gesehen, also meinen ganzen Ablauf mit meinen 4 Ponys und noch dem ganzen Homeschooling und so in dieser Zeit im Moment. Ich hoffe, euch hat der Tag, also das Video gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss! Wartet noch ganz kurz, bevor ihr wegschaltet, denn jetzt kommen noch die Bilder vom Shooting. Girl, I know.